auf in den letzten großen Kampf, mein Freund. Ganz genau, Borzo Junior. Heute gegen den Secret Final Boss Fury Bowser mit seinen weißen Haaren. Katztastisch! Begrüßen wir euch zum großen Finale von Bowser's Fury. Hier auf Katze. Heute geht es nochmal richtig rund und Bowser erscheint direkt. Wir sammeln heute die letzten 11 Insignien und werden dann den Secret Final Boss besiegen. Ich habe erstmal den Vogelstrauß besiegt. Zum Glück, denn da ist unser erster Kollege. Toadstrop, feurige Flucht. Hallo Toad. Okay, ich muss wieder los. Entschuldigung, ich habe noch was zu tun. Tschüss Bowser. Toad, wir haben dich gerettet. Genau, und das ist der letzte Toad. Der letzte Toad? Ja, wir haben die anderen drei schon gerettet. Kapitän Toad, der Grüne und... welche Farbe hat noch gefehlt? Der Gelbe, glaube ich. Das ist jetzt der Blaue. Ja, und Toadette gab es doch auch noch. Ja, aber die wartet nur auf alle anderen. Ah, okay. Die Frau muss wie immer auf die Männer warten, ne? Ja, sozusagen. Und weißt du, die Toadette als Frau hat es hinbekommen, nicht gefangen genommen zu werden. Aber die anderen, die Männer, die vier, nee. Also wirklich Schande. Mario, halt dich doch mal fest. Ich krieg das schon irgendwie hin. Meine Lieben, hier kommt noch der Hinweis. Wenn euch Bowser's Fury gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. Damit auch in Zukunft keine spannenden Videos mehr von Bowser's Fury verpasst. Wow, was eine Aussicht. Wir werden uns nämlich noch ein paar Bowser's Fury-Geschichten ausdenken. Zumindest ich. Aber danke auf jeden Fall an dieser Stelle, dass du mitkommentiert hast hier in die Serie. Ja, bitte, bitte. Warten wir auf das Raumschiff? Das ist kein Raumschiff, das ist eine fliegende Insel. Dann auf die fliegende Insel halt. Fliegst du schon mal hoch? Ich flieg schon mal dorthin. Guck mal. Ich muss warten. Ja, ich sehe leider die Insignie nicht mehr, sonst hätte ich sie schon mal geholt. Ja, okay, aber ich kletter hoch. Die kannst du leider gar nicht einsammeln. Ach so. Das ist ja nochmal die große, kein Stück. Ein Katzeninsignie, Lava Panorama. Cool, 91 haben wir schon. Und wo düsen wir jetzt hin? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Uns fehlen noch 4 auf der goldenen Insel, aber Bergfeuerbach hat auch noch 2 Münzen. Sterne. Hier, guck mal. Bam. Oh, so, das sind wieder die Herbstwalzen. Ja, die Herbstwalzen, die... aber wir hatten letztens ja schon, das sieht aus wie eine Autowäsche. Oh! Oder wie eine Feuerwalze, aber ich wurde eines Besseren belehrt, dass es wohl doch Herbstwalzen sind. In der Feuerwäscherei. Im Feuerbach. Manche Glecker im Feuerbach. Feuerbach in Stuttgart. So, ein Katzeninsignie gegen die Zeit. Tollkühn in die Lava. Uhuhui. Guck mal, jetzt haben wir 4. Eins fehlt noch. 5. Die 5. Insignie kommt jetzt noch. Und da sind Wutblöcke, die müssen wir noch zerstören. Aber Bowser braucht, glaube ich, noch ein bisschen da hinten. Ne? Ja, der lässt auf sich warten. Aber wir können den Hasen noch jagen. Wir jagen den Hasen. Das übernehme ich. Okay. Ich mach mich schon mal auf den Weg. Und du kannst schon mal vorfliegen. Komm, gemeinsam. Boah, der ist aber schnell. Der ist schon um die Ecke gelaufen. Ja, wo bist du da? Achtung, ich hab stehen geblieben. Ich bin voll gegen diesen Steg geflogen. Das ist aber ja jetzt, vorsichtig. Achtung. Jetzt. Oh. Bitte mit deinem Pinsel darüber. Jetzt. Yeah, der Pinsel. Ich hab den Popo des Hasen gepinselt. Kann man so sagen. Fang den Hasen im Ödland. Damit haben wir auch alle Hasen gefangen. Ja? Im Spiel. Ja. Wunderbar. Jetzt brauchen wir Bowser, mein Guter. Bowser. 93 haben wir. Was fehlt denn noch? Hier vorne sollte noch irgendwas sein. Und da unten, das ist, glaube ich, die goldene Insel, oder? Bergfeuerfauch braucht auch noch was, oder? Ja, Bergfeuerfauch ist ja, wie gesagt, diese die Stelle mit den Wutblöcken. Wir müssen, keine Ahnung. Also viel ist es nicht mehr, aber wir brauchen jetzt sehr oft Bowser für die Aufgaben. Das hätten wir uns vielleicht in den letzten Folgen besser einteilen sollen. Hm. Aber hey, immerhin, dann können wir ein bisschen entspannter an die Sache rangehen. Lassie, Badeurlaub mit Lassie. Ja, yay! Plessy ist der Beste. Ich liebe Plessy. Weißt du, an was mich Plessy erinnert? An diese großen, aufblasbaren Schwimmtiere, die man immer im Urlaub dabei hatte. Ja! So diese riesen Krokodile. Aber sowas hatte ich nie, muss ich zugeben. Ich glaube, ich auch nicht. Ich hatte dafür so einen riesen Schwimmring. Ja? Achtung, ich kitzle jetzt Bowser mal am Panzer. Vielleicht kommt er dann schneller. Bowser, guck mal da oben. Warte mal, lass mich da hochklettern. Da waren wir tatsächlich noch nicht. Oh. Haben wir ganz übersehen. Tada!
auf Schleusentors Kante. Ja, aber das ist wirklich auf der Kante. Ja, und der riesige Klotz. Wow, sieht er nicht schön aus? Wir beobachten ihn jetzt, okay? Ja. Wow. Guck mal. Closer. Sieht das nicht toll aus, als wären wir im Zoo und würden ein Tier beobachten? Na toll. Was machst du? Zeigst du Bowser deine Hinterbeine? Nein, 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 ich habe Angst. Guck, ich zitter ein bisschen. Oh, er kommt gleich. Er kommt gleich. Ich suche nach Spuren. Das ist wie ein Kokon. Jetzt kommt der Schmetterling heraus. Oh Gott. Bowser aus dem Schmetterlingshaus. Oh nein. Mein Papa ist kein Schmetterling. Wow, da sind aber viele Möwen. Ja, die kündigen die Gefahr an. Das sind Wingers. Wo willst du hin? Ich kitzel ihn ein bisschen am Panzer, habe ich doch gesagt. Du willst ihn putzen mit dem Pinsel? Ja. Komm schon, Papa. Komm zurück, das ist viel zu gefährlich. Komm zurück. Wir müssen los, wir müssen zu den Wutblöcken. Das bedeutet für uns also zurück nach Berg Feuerfau. Da hinten droht er schon. Jetzt kommt er, guck mal, da sind die Blöcke. Wo sind die Blöcke? Da sind die Blöcke. Jetzt müssen wir nur noch auf den lieben Herrn warten. Ja, fängt schon an zu regnen? Nee. Noch nicht. Immer schön langsam. Aber eigentlich wunderschön, diese Lava, die da von den Bergen hinunterfließt. Ja, das hat schon so seinen Charme. Guck mal. Wow. Da kommt er jetzt. Da kommt er gleich. Er wächst und wächst. Was glaubst du eigentlich, wie lange wir noch brauchen, bis Papa sich endlich zurückverwandelt? Naja, 100 Insignien. Mal gucken, wie schnell wir das schaffen. 6 fehlen also noch. Und ich nehme mal meine Katzenglocke. Und dadurch kann ich mich in diese Statue verwandeln. Und die schützt mich, wenn jetzt der Angriff kommt. Ah, okay. Das ist so der Hintergedanke gerade. Mhm. Zumal ich die Glocken sowieso nicht genutzt habe hier im Spiel. Das stimmt. Man kann aber mit denen, falls ich das nicht letztes Mal erwähnt hatte, in vor 2-3 Folgen, die Fussis damit besiegen. Ja? Kakaboom! Wow, hallo, mein großer Freund. Oh, da kriegt man hier Angst. Nee, so schreien. Na, wartet. Jetzt gibt's meinen Flammenwurf. Wow. Achtung, Statuenverwandlung. Wow. Es Blessie, passiert nichts. Der abtauchen. Und jetzt müssen wir eigentlich zu der kleinen Insel da vorne. Wo ist Blessie? Blessie! Nein. Ich muss mich in meine Statue verwandeln. Wow, Feuerregen. Der hat Angst. Da vorne, warum ist er da hinten? Ja, weil er Angst hat. Oh, Blessie, zeig dich. Blessie. Ich bin zu der goldenen Insel. Stimmt hier, Blessie. Achtung, nur nicht treffen lassen. Oh, das ist echt immer eine heikle Angelegenheit hier. Wow, da waren seine Füße. Oh, der lässt nicht locker. Blessie, da bist du ja. Komm schnell. Nein. Oh, nö. Er hat mit seinem Schweif attackiert. Schwimm. Oh, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Das schaffe ich nicht mehr. Oh nee, Blessie. Na toll. Hey, was ist passiert? Blessie, du machst nur Blödsinn. Hab ich gar nicht. Ich hab mich nur geschützt. Ja, der Angst. Okay, gut, dann holen wir eben die Insigne und dann ist gut. Okay, wow. Okay, da ist sie ja schon. Bergfeuerbau. Ein Katzeninsigne, zerstöre die Wutblöcke. Damit haben wir alle. Und der Leuchtturm erstrahlt und die Flagge wird gehisst. Ja, tada! Wir haben alles erledigt. Fehlen nur noch 5 Insignien. Nur noch? 4 sind auf den Inseln. Das müssen wir nachher machen. Mhm. Dann werden wir auch das Video dann einfach für euch schneiden, weil sonst müssen wir ja immer 10 Minuten warten. Aber wir können noch was anderes erledigen. Hier, da gibt's noch eine Insigne, die wir uns so holen können. Katzensee. Okay, schwimmen wir da mal hin. Ich glaube, sie kommen da drüber. Achtung. Probier's mal. Platsch, Bauchplatscher vom 3-Meter-Brett. Ja, wenn nicht sogar von 10-Meter-Brett. Turm. Was? Nein, Turm war das nicht eher so ein. Ja, auch kein Gebirge. Achtung. Ups. So, was gibt es hier? Bestimmt Parcours, oder? Mal sehen. Ja, Parcours. Ja, wow. Einmal nach oben mit uns. So schnell wir können. Okay. Ja, das ist eine Aufgabe für dich, Mario. Und ich brauche das Katzenoutfit. Moment, jetzt. Mach den Mario, schwing die Arme auf und ab, setz dich jetzt in Trab. Super Mario. Und Blessie wartet schon. Ging die Zeit, die Wasserfälle hoch. Und jetzt haben wir alle Insignien. Ach so, wir. Ja, wir haben alle tatsächlich 96. 4 fehlen, aber die gibt es nur auf der goldenen Insel. Und ich würde sagen, wir besuchen mal Toadette in der Zwischenzeit. Toadette. Ja, die wird sich freuen.
Toadettchen. Ja, die hat ihre ganzen Freunde jetzt beisammen. Toadettchen, wo bist du denn? Toadettchen. Ach, da ist sie ja. Guck mal. Hallo, Toadettchen. Hallo, danke. Danke, dass ihr alle mitgebracht habt. Bitte schön, liebe Toadette. Jetzt könnt ihr eine kleine Outdoor-Feuerstellen-Party feiern. Die Feuerstelle sehe ich zwar nicht, aber zumindest mal eine Zeltparty. Warum hast du so viele Abenteurer? Die können doch die Feuerstelle bereiten. Ja, das stimmt. So nein. Wie in Animal Crossing, es oh, regnet. Nein. Das wird wohl nichts mit der Feuerstellen-Party. Nee, so schnell glaube ich nicht. Jetzt gibt's erstmal Bowser-Action. Wo ist er? Ein das ganz ist die goldene Insel. Ihr und ihr verschwindet schnell im Zelt. Genau, versteckt euch im Zelt. Wir lösen das Rätsel oder die Aufgabe. Oder? Die Aufgabe. Wir vertreiben Bowser. Genau, hier auf der glutgetriebenen Insel. Schnell. Ich brauche einen Propellerblock. Wow. Oh, schnell nach oben. Schnell. Und jetzt hier rüber. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Bowser. Zweites Katzeninsignier. Tschüss, Bowser. Das ist mir viel zu hell. Tschüss. Bring nächstes Mal deine Sonnenbrille mit, dann musst du nicht immer gehen. Ja, aber er soll doch gehen. Ah, wobei, nee, eigentlich nicht. Nein, wir wollten doch eigentlich nur, dass wir die Insignien noch bekommen. Ja, und die sind wichtig. Nur so können wir das Spiel komplettieren. Richtig. Okay. So, Lassie. Lassie, altes Haus. Ich würde sagen, wir warten jetzt gleich auf Bowser. Und setzen jetzt auch gleich einen Schnitt, damit es etwas schneller regnet und wir dann direkt zur goldenen Insel können. Okay. Oh, es regnet wieder. Oh, ey, das Wetter im Spiel passt zum heutigen Wetter. Ja, das stimmt. Heute am 13.09. ist ja der 13. Ja, regnet's nur. Ja. Und Bowser, vielleicht, wenn ich hier so rausgucke, vielleicht kommt Bowser ja und gleich in die Wohnung rein. Das wäre cool. Wisst ihr nicht, ob ich Mario. Angst haben soll oder ob ich das cool finden würde? Und da ist schon die nächste. Und wo bist du? Komm, zeig dich. Da bin ich auch schon. Mit meinem roten Haar. Sein rotes Haar gefällt mir gut. Ja? Ja. Okay. Ein Katzenlinie. Tschüss. Das dritte. Nee, ist mir wieder zu hell. Ich geh zurück in meinen Keller. Tschüss, Kellerkind. Ja, der versteckt da seine Kartoffeln. Ja. Aber so auf Kartoffeln hätte ich jetzt auch Lust. Boah, nee. Erstmal auf so ein leckeres Marmeladenbrötchen. Okay, oder sowas. Dann, Blessy, mein Freund. Autsch. Oh, Entschuldigung. Wir gehen jetzt mal ganz sicher auf eine schöne Insel, wie hier zum Beispiel. Ein bisschen Urlaub machen. Autsch. Und warten, bis es wieder regnet. Denn, wenn es regnet, wie verrückt. Dein Regenschirm dich sehr entzückt. Schade, dass wir keinen Regenschirm haben. Ja. Aber jetzt regnet! Wow. Hilfe! Bowser! Wo bist du? Bowser! Zeig dich! Jetzt ist wow. er da, jetzt ist er da. Wow, und noch wütender als je zuvor. Okay, wo ist die Insel? Da hinten. Wow, das ist aber weit. Ja, wir müssen zum Röhrenturm und von hier aus mit Lassie. Lassie. Oh, der, guck mal, der steht da ganz, ganz hinten. Ja. Der ist aber weit weg. Oh nein. 2 Kilometer weit weg, aber der springt gleich zu uns. Ja, wow. Los, weg hier. Schneller. Jetzt hier die Kurve nehmen. Oh, Achtung. Komm ich da, jetzt muss ich da schnell hinschwimmen. Schwimmen. Moment, zieh deine Schwimmflossen an. Ja, ich nehme zumindest mal mein Feuerblumen-Outfit. Ja. Davor ist Blessy. Bitte, bitte verschwinde nicht. Blessy, bleib da. Wir müssen gemeinsam auf die Insel. Bitte, nein. Blessy ist weg. Ja, der musste abtauchen. Ne? Ich muss versuchen, mit Tanuki da hochzukommen. Oh nein. Mario! Teppichtörtchen, wir haben es leider nicht nach oben geschafft. Toll, und Bowser geht jetzt bestimmt gleich wieder. Vielleicht haben wir nochmal eine Chance. Ja? Weiß ich nicht. Oh. Okay, ja, wir probieren es einfach nochmal. Wir müssen es nochmal warten. Oh. Bitte verschwinde nicht, Bowser. Bitte, wir würden es gerne noch einmal versuchen, okay? Diesmal gehen wir gleich hier rüber. Und da ist nur noch da Wo rüber. Wo ist Bowser? Wo ist komm, Bowser? Komm, komm, komm. Wir schaffen das. Bitte verschwinde noch nicht. Nee. So. Oh. Und,
Oh, der wollte gerade abbauen. Ja, ich hab's auch gesehen. Das war knapp. Das war richtig knapp. Das okay, jetzt geh ich aber. Ich bin müde. Aber der wird jetzt nur noch einmal normal auftauchen. Und dann? Dann haben wir alle 100 Sterne. Also Insignien. Schaut mal, 99. Und dann kommt mein Papa wieder? Dann kommt er wieder, in einer ganz besonderen Form. Oh nein, das hört sich aber nicht so gut an. Nee, aber dagegen müssen wir jetzt ankommen. Wir müssen aus unserer Komfortzone raus. Okay, ich komme schon die ganze Zeit aus meiner Komfortzone raus. Nee, wirklich, man muss sich da Angst stellen, auch in diesem Spiel. Okay, jetzt regnet es auch schon. Sind wir bereit? Ja, für den letzten? Bin schon lange bereit. Okay, die letzte Insignie. Dann haben wir alle Insignien in diesem Spiel in Bowser's Fury gefunden. Oh, oh. Hallo, Freunde. Papa, erkennst du mich? Schau dir mal nicht seine starken Brustpanzer an. Ich habe Angst. Wir müssen nochmal hier zur Schlitterschanze. Da waren wir schon lange. Schlitterschanze. Wow, es regnet Feuerblöcke. Guck mal, hier rüber. Einmal da hoch. Das war ja einfach dieses Mal. Und jetzt. Bowser, verabschiede dich. Wo bist du? Tschüss, wo ist Bowser. Der ist vielleicht schon gegangen. Hat gemerkt, er hat keine Chance und keine Lust. Gleich ist wieder hell. Ah, da unten. Wo? Du bist ja ein kleiner Fritzel. Oh, oh. Jetzt. Ein Katzeninsignie. Fünftes Katzeninsignie. Okay, na wartet. Ich werde mich auf das große Finale vorbereiten. Geh nochmal Kartoffeln essen. Tschüss. 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 So, jetzt Achtung. Jetzt kommt das große Finale. Herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Katzeninsignien gesammelt. Yippie. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Du bist bereit. Nun geh und setze die geballte Macht der Katzeninsignien ein, um das Monster von seiner Wut zu befreien. Genau, jetzt werden wir Bowser von seiner Tinte befreien. Für immer. Ja. Okay, machen wir uns also bereit. Er wird gleich auftauchen. Die letzte große Reise. Schaut mal, wie das aussieht. Wow, Explosion. Wow, und jetzt hat er weißes Haar. Opa Bowser. Sozusagen, das ist der Secret Final Boss. Wow, Entschuldigung, Schnappschussmodus. Achtung! Schaut ihn euch an! Ein bedrohliches Monster! Jetzt ist er richtig stark. Jetzt hat er noch mehr Kraft. Papa, nicht so böse sein! Wir müssen ihn stoppen. Wie machen wir das? Wir können ihn nur stoppen, indem Mario sich verwandelt in Giga-Katzen-Mario. What? Also, schnell zur Giga-Glocke, bevor es zu spät ist. No! Oh, das war knapp. Blatty hat ein bisschen sich die Brusthaare verbrannt. Oh, okay. Und jetzt sind wir hier. Es ist Zeit für Giga-Katzen-Mario. Und Baby Bowser. Bowser Junior. Und da ist seine Lebensanzeige, wie ihr sehen könnt, ist sie gigantisch. Er hat jetzt viel mehr Kraft. Oha. Jetzt kommt es zum großen Kampf. Wir brauchen die Feuerpfeiler. Also da sind sie. Hier. Wo bist du? Zeig Bowser, dich. Bowser. Gerade noch ausgewichen. Gerade noch umgedreht. Und Stampfattacke. Dich kaufe ich mir. Bam. Okay, jetzt spür meine Katzenpfoten. Kannst du dich bepinseln? Achtung. Weiß ich nicht. Ich glaube, das wird schwierig. Achtung. Schütze dich. Das nehmen wir gleich mal mit. Achtung. Hast du das gesehen? Ja. Und dem haben wir es gezeigt. Wieder aus dem Panzer, Mario. Das, mein Freund. Boom. So, aber noch ist nicht alles geklärt. Genau, dir werden wir die Leviten lesen, mein Freund. Der ist ganz schön stark. Achtung, wir schützen uns gleich nochmal. Wow. Das kam jetzt echt überraschend. Wo bist du? Warum versteckt er sich da hinten? Ich habe ein Paket für Sie. Der ist auf Rückzug. Der Paketdienst, bitteschön. Hier, behalt deine Bälle. Ich habe ihn erwischt. Hast du gesehen? Ja. Okay, und er liegt wieder wehrlos auf dem Rücken. Volle Kraft voraus. Boom. Oh, er wackelt wie ein Käfer. Wie ein Käfer, stimmt. Ja.
Jetzt, komm, komm, komm. Wow, da hat er sich nochmal zu Wehr gesetzt. Okay, wir verstecken uns. Guck mal, wir verstecken uns hier im Kolosseum. Ha, komm, trau dich. Bowser, hier kann man uns nicht treffen. Ja, das stimmt. Ein Feuerstrahl ins Nichts. Na gut. Ich. Oh nein, hat mich erwischt. Wow, Riesen-Mario. Ich brauche unbedingt eine Katzenglocke. Jetzt habe ich keine Chance. Wo ist deine Katzenglocke? Bei Bergfeuerfrauch im Ödland. Im Ödland? So, Achtung. Wow, der hat mich volle Kanne erwischt. Aufpassen, jetzt aber schnell, sonst ist es knapp. Okay, ich bin wieder Katzen-Mario. Jetzt, Achtung, schnell, warum liegt der auf dem Rücken? Bam. Haha. Der hat sich kurz ausgeruht. Ach so. Ich wollte eine Pause machen. Na warte. Du kannst meinem Freund nicht schaden. Doch kann ich. Ich bin stark genug. Flammenwurf! Nimm das! Und das! Okay, okay, komm, komm! Oh, das ist in der Tinte, Mario! Wir brauchen einen Tintenkiller! Der katapultiert sich immer wieder in die Luft! Aber nimm das, Freundchen! Wow! Schick uns doch mal ein paar Feuerpfeiler rüber! Oh, wie viel Energie er hat! Ja, der hält viel aus, aber wir haben ihn gleich! Wir haben ihn gleich! Ja. Noch ein kleines bisschen. Jetzt Achtung. Achtung, ein Pfeiler. Wenn er das noch bekommt, dann haben wir ihn besiegt. Nimm das, Freundchen. Wow. Was ein Wurf. Das war der Secret Final Boss. Wow. In Super Mario 3D World Plus Fury Bowser. Der spuckt Tinte. Ja, das war's für ihn. Wir haben ihn endlich befreit. Und jetzt kommt mein Papa? Tja, ist alles gut? Machst du dir Sorgen um ihn? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Jetzt ist alles vorbei? Papa, wo bist du? Papa? Oh, ich bin's, aber ich bin wütend. Ja, das ist nicht mein Papa, wie ich ihn kenne, Mario. Jetzt gibt es erstmal die Katzenglocken. Und die wird er hier in dieser Barriere beschützen und uns wegnehmen. Und wir müssen sie zurückholen? Richtig, so wie in Folge 5 war das, glaube ich, oder in Folge 6, als wir das erste große Finale hatten. Ja, ja. Jetzt noch einmal, diesmal wird es allerdings schwieriger. Ich sehe schon. So wütend habe ich meinen Papa noch nie gesehen. Jetzt wird's richtig spannend. Nein. Wow. Achtung, wow. Tauche ab. Gerade noch ausgewichen. Ja. Achtung, Pfeiler. Wow. Nein. Schön erwischt. Wow. Jappa-jappa-du. Plessy hat sich hoffentlich auch einen guten Schutzpanzer zugelegt. Ja, Plessy auf jeden Fall. Allerdings hat Mario so das Problem, dass er ständig erwischt wird. Ja. Und dadurch auch seine Power-Ups verliert. Oh nein. Na komm schon. Wann erreichen wir ihn und den Ball? Ja, das ist eine gute Frage. Er ist super flink. Ja. Jetzt ist er nicht mehr gelähmt von der Tinte. Vorher war er nicht so flink. Die Tinte hat ihn gelähmt. Das stimmt allerdings. Wir müssen dranbleiben. Wir schaffen das schon. Achtung, wow! Knappe Geschichte. Achtung, jetzt. Zum Glück ist auch Plessy Verlass. Hey, bleib doch mal stehen. Oh, nein. Oh, das war ein mieser Treffer. Ja. Und weiter geht's. Bleib doch mal stehen. So. Achtung. Jetzt. Ja. Boom! Hast du das gesehen? Ja. Das war ein guter Treffer. Oh, aber wir brauchen, glaube ich, noch ein paar. Ja. Jetzt attackiert er wieder. Wow. Plessy fliegt und wieder ein Treffer. Jetzt läuft das ein bisschen schneller. Jetzt läuft das wie am Schnürchen. Wir bleiben dran. Wir kriegen dich, Bowser. Niemals. Natürlich kriegen wir dich. Ich springe hinfort und mit meinem Flammenwurf kriege ich euch. Wir kriegen dich. Wow. Die Pfeile sind ja echt mies platziert. Ja, da ist Plessy einfach zu hummelig, um das durchzukriegen. Ja, der kann leider nicht so lange tauchen. Ja. Wäre das die Möglichkeit, dann würden wir hier locker ausweichen können. Das nächste Mal mit Schnorchel. Genau, Plessy mit Schnorchel. So, jetzt. Oh nein. Teppichtörtchen. Warum ist er denn so schnell? Pfeile springen. Wow. Tauchen. Das hängt ja hier richtig. Hier ziemlich viel passiert hier gerade. Wow.
wieder getroffen. Wie soll man das schaffen? Vor allem können wir ihn irgendwie gar nicht mehr treffen. Er hört gar nicht mehr auf zu attackieren. Ja, der hat sich die ganze Wut im Bauch aufgehoben, um sie jetzt an uns auszulassen. Ja, das finde ich gar nicht gut. Ich auch nicht. Achtung! Schon wieder getroffen. Wow. Achtung, das sind Feuer-Speedboote. Feuer-Speedboote? Okay. Die ersendet. Oh, schöner nein. Vergleich. Das muss ich dir lassen. Achtung, Achtung, jetzt, unsere Chance. Kaboom! Yay! Ein Treffer brauchen wir noch. Eine nur noch? Ja, komm, wir bleiben dran. Wir kriegen den Treffer gleich hin. Oh, da hat er uns kurz gekriegt. Volle Kraft voraus. Boom! Und boom! Und boom! Und boom! Wow! Tja, Bowser, das war's dann wohl. Aus dem Bauch gesogen. Und jetzt komm ich, Plessy. Plessy, altes Haus. So, jetzt gibt's den ultimativen Bauchplatscher. Okay. Wow. Boing. Plessy. Yay. Mit Plessy ans Ziel. Auf Plessy ist Verlass. Mein Papa macht ein paar Salti. Richtig. Tschüssi. Auf Feuerwerk. Eieiei. Das war ja mal echt eine Nummer hier. Oh, so wütend habe ich ihn einfach noch nie erlebt. Aber jetzt ist Bowser wirklich besiegt. Und ist auch wieder der Alte. Ja. Nie wieder Tinte. Papa? Da kommt er auch schon. Yeah. Yeah. Papa? Kaboom. Papa? Papa? Oh, mein Kopf. Papa sieht Sternchen. Papa! Hey, alles wegen Mario. Papa, Papa. Mario, du bist schuld. Mario, warum hast du mir das angetan? Nein, Papa, der hat geholfen. Hat er nicht. Der hat mir geholfen. Hör doch auf. Mario. Komm jetzt mit. Hey, ich habe nichts gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass du wieder der Alte wirst. Ja, Papa, nein. Lass es jetzt. Komisch, verstehe ich nicht. Danke, Mario. Du bist ein wahrer Freund. Okay. Das war jetzt mit Abstand deine beste Performance. Ich versteh's nicht. Und ihr, meine kleinen Kätzchen, ihr versteht's auch nicht. Aber wisst ihr was? Wir freuen uns! Yippie! Und ich auch. Yahoo! Tschüss, Plessy! Tja, vielen Dank fürs Spielen 100 von 100 Insignien gefunden. Was verändert sich, wenn man das Spiel durchgespielt hat? Was verändert sich? Ja, Mario ist jetzt immer Giga-Katzen-Mario, nur in Mini-Format. Und du bist Katzen. Ich bin Katzen-Bowser. Genau, Katzen-Bowser Junior. Alles ist hier im Katzen... wie soll man sagen? Im Katzenstil. Ja. Und auch jetzt? Die Toads? Nee, die leider nicht. Aber schön, dass sie nochmal da sind. Ja. Hallo. Noch eine Feuerstellenparty. Habt ihr es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Für immer und ewig Frieden. Dankeschön, Mario. Ja, sehr gerne. Und ich? Auch Dankeschön an Bowser Jr. Und wir möchten an dieser Stelle auch Danke sagen, dass ihr unsere Serie toll fandet. Denn das ist tatsächlich das Ende von Bowser Fury. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr hier zugeguckt habt und kommentiert habt. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Na dann, ein letztes Mal. Bleibt katztastisch!